Was meinst du? Ich meine, dass es gut ist. Ja. Ja. Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Gaia und ich arbeite als Interviewerin für die Schule Zeitung. Und sie ist Chiara. Hallo. 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 Wie heißt ihr? Dürfen wir ein paar Fragen über eure Freizeit stellen? Ja, gerne. Ich heiße Leonora. Was machst du in der Freizeit? In meiner Freizeit spiele ich Volleyball dreimal in der Woche. Mhm. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis halb 10 Uhr. Und du, was machst du in deiner Freizeit? Hallo, ich bin Giulia und ich spiele Volleyball. Am Montag von 7 Uhr bis 8 Uhr und am Mittwoch von 6 Uhr bis 9 Uhr habe ich Training in einer Turnhalle in Silvana. Gut, Volleyball ist ein schöner Sport und ich möchte es lernen. Und wie sind eure Trikots? Unsere Trikots sind gelbe und blau. Schön, das ist alles. Vielen Dank für die Antworten. Es hat uns gefreut, euch kennenzulernen. Tschüss. 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 Hallo. Hallo. Ich heiße Chiara und ich arbeite für die Schule Zeitung. Weißt du, darf ich ein paar Fragen über deine Freizeit stellen? Ja, gerne. Ich heiße Emma. Was machst du in deiner Freizeit, Emma? Ich spiele Fußball dreimal in der Woche und am Sonntag habe ich ein Spiel. Und wo spielst du Fußball? Ich spiele Fußball in Vittorio Veneto und wir sind nur Mädchen. Das ist sehr interessant. Seit wann machst du das? Das mache ich seit 6 Jahren. Gut. Und wie sind deine Fußballschuhe? Meine Fußballschuhe sind rosa und weiß. Danke, Emma. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo? Hallo. Ich bin Chiara und ich möchte wissen, was du in deiner Freizeit machst. Wer bist du? Darf ich ein paar Fragen stellen? Ja, gerne. Ich bin Sophia. Was machst du gerne in der Freizeit? In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher. Und welches Buch liest du in diesen Tagen? Heute lese ich Insurgent. Ich habe es gelesen und ich denke, dass das verwirrend ist. Oh, sag mir nicht, wie es endet. Okay, vielen Dank, Sophia. Tschüss. Guten Morgen, mein Name ist Gaia und ich bin eine Interviewerin. Darf ich ein paar Fragen über deine Freizeit stellen? Okay, ich bin Chiara. Was machst du in deiner Freizeit? Ich bin bei den Pfadfindern. Am Samstag treffe ich mich mit der Gruppe. Das macht mir sehr Spaß. Wir sind 5 Gruppen und wir machen viele Aktivitäten. Einmal im Monat verbringen wir das Wochenende in einer anderen Kirchengemeinde. Okay. Es scheint sehr lustig. Auch mein Bruder geht in Treviso. Zu den Pfadfindern. Schade, ich besuche den Kirchengemeinde von Treviso. Okay, danke, vielen Dank für die Antworten. Bitte, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo Mädchen, wie geht es euch? Hallo. 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 Mir geht es gut, aber ich bin müde. Hallo, es geht mir gut und euch? Es geht, danke, aber ich bin müde auch. Gut, danke. Heute, ich bin gut gelaunt. Was macht ihr in diesen Frühlingsmonaten? Zweimal in der Woche spiele ich die Flöte. Sehr schön, Gaia. Ah, gerne. Und machst du das gerne? Ja, ich mag die Flöte, weil es sehr interessant ist. Ich spiele auch ein Instrument. Ich spiele Klavier. Einmal in der Woche, am Montag. Klavier? Ich liebe den Klang vom Klavier. Ich gehe in die Toilette. Okay. Okay. Und du, Giulia, was machst du? Ich spiele Basketball mit meinem Bruder. Er heißt Alessandro und er ist 9 Jahre alt. Und so, ja. Lustig. Ja. Jeden Samstag gehe ich ins Kino mit meinem Freund. Am vergangenen Samstag
haben wir La Storia prima di Biancaneve gesehen. Ich habe den Film auch gesehen und er hat mir nicht gefallen. Ich mag ihn, weil die Schauspieler sehr eindrucksvoll sind. Gut, sehr interessant. Und du, Emma, was machst du? Ich gucke gerne. Was guckst du? Ich gucke Fleisch, Nudeln und so weiter. Und meine Spezialität ist die Sachertorte. Wir müssen es probieren. Stimmt. Ja. Ja, aber jetzt muss ich nach Hause gehen. So, tschüss. Ja. Tschüss, bis bald. Ich habe Volleyball. Tschüss. Schreiben wir uns heute Abend. Okay. Ja. In diesen Frühlingsmonaten. Ja, aber manchmal er ist plagiert.